Moin Leute und ein herzliches Willkommen zurück zu einer neuen Episode, Folge Nummer 6, jetzt hier der Dynamo Dresden Karriere in FIFA 23. Heute steht die Wintertransferphase an und wir müssen uns unbedingt verstärken. Er hat Gott sei Dank genügend Transfervorschläge geschrieben und gegen wen wir heute überhaupt spielen werden, das klärt sich jetzt. Wir werden heute auf jeden Fall gegen den FSV Zwickau spielen und gegen Waldhof Mannheim werde ich wahrscheinlich die Highlights spielen. Wenn nicht so viel passieren sollte in den Transferfenster, dann werde ich dieses Spiel auch noch selber spielen. Der Rest wird heute schnell simuliert und ihr habt natürlich auch ein paar Transfervorschläge geschrieben. Also Leute, ich habe mir die ganzen Spieler rausgesucht. Und zwar habt ihr auch einen neuen Torwart vorgeschlagen. Kevin Boll, der hatte ja letztes Jahr noch im Tor von Dynamo Dresden gestanden. Spielt hier jetzt bei Gornik Jabre oder wie man sie auch immer nennt. Ich glaube, das ist der Podolski-Verein. Also was weiß ich, der hat eine hohe Freigabesumme. Wir scouten sowieso erstmal alles rein. Dann habt ihr auch neue Verteidiger aufgeschrieben. Unter anderem Semi Ayayi, der spielt bei West Bromwich und sein Vertrag läuft aus. Das bedeutet, wir würden ihn unter Marktwert bekommen. Zudem dann noch ein Spieler, der in Südkorea bei Yeonbuk Hyundai Motors spielt, aus Katar, Bassam Al-Rabi, wie gehört den Namen, sowie Adam Lang, der leider nicht mehr ein freier Spieler ist. LA Galaxy hat ihn sich geschnappt und der ist auch nicht bereit, sich neu zu orientieren. Zudem wurde noch ein weiterer Stürmer genannt. Vom SV Darmstadt 98 haben wir Aaron Seidel, 1,99 Meter groß, also der könnte unsere Flanken bestimmt verwerten. Ich werde die Spieler alle erstmal scouten und ich werde jetzt Nägel mit Köpfen machen und in der Innenverteidigung aussortieren. So, wir betrachten einmal unseren Kader und ihr habt auch gemeint, Tim Knipping, ich soll ihn verkaufen. Vertrag läuft auch nur noch 6 Monate. Ich denke mal, ich kriege ihn sogar noch verkauft, weil Vorverträge gelten erst ab der Transferphase. Kevin Ehlers würde ich noch hier behalten. Der hat eine 70er Gesamtstärke und Martinez kann ich nicht schon wieder direkt abgeben. Martinez ist langsam und ich soll Lewald spielen lassen. Deswegen würde ich auch Kammerknecht auf die Transferliste setzen und mir von dem Geld halt neue Verteidiger holen. Und da kommt auch schon der Tim Knipping mit einer Nachricht. Aber Boss, ich kann es nicht fassen. Ich hatte sie darum gebeten, mit mir über eine Vertragsverlängerung zu reden. Aber sie haben einfach nur geschwiegen und mich auf die Transferliste gesetzt. Nun sagen sie doch wenigstens endlich, was los ist. Du bist schlecht. Du bist schlecht und schadest dem Verein. Schadest mir. Das ist los. Ich glaube, es ist das Beste für alle, Brudi. Vielleicht finden wir auch in unserem Scouting-Bericht einen besseren Verteidiger. Oh, Matti König. Und der hat gutes Potenzial. Ein Rechtsverteidiger nehmen wir mal mit. Da haben wir ihn, rechter Außenverteidiger. Aber der kann nicht verteidigen. Leute, ich glaube, wir haben hier das nächste dicke Talent. Und zwar, der kann dribbeln. Dementsprechend mache ich ihn zu einem rechten Flügel. Ansonsten hoffe ich, dass jetzt Angebote kommen. Und wir haben ein Transferangebot für Paul Will. Den will ich eigentlich nicht abgeben. Ich habe jetzt nochmal 2 Leute mehr auf die Transferliste gesetzt. Ich hoffe, die lassen sich verkaufen. Hier ist tatsächlich eine Einheit, die ich noch nicht gemacht habe. Hier steht ja immer, man soll das mit der Schussfinte machen. Aber dabei ist diese einfache Beinrolle das Einfachste, was man machen kann, um dort eine A zu bekommen. Ich muss doch seinen Vertrag verlängern. Ich muss mit Knipping und mit anderen Leuten den Vertrag schnell verlängern, dass wir denen noch, keine Ahnung, einen 2-Jahres-Vertrag geben. So, jetzt ist Tim Knipping auf einmal wieder froh, weil ich seinen Vertrag verlängert habe. Ich denke mal, unsere Transfers werden erst zum Ende dieser Folge durchgehen. Was ich mir auch noch vorstellen könnte, ist, dass ich mal in der zweiten oder ersten Liga bei Leuten aus der zweiten Reihe gucke, die vielleicht nicht unbedingt immer dort spielen und mir die per Leihgeschäft hole. Weil ich meine, Leihen kosten uns gar nichts. Dann frage ich lieber sowas nochmal an. Und da haben wir ein Transferangebot für Tim Knipping von den Vancouver Whitecaps. Ja, und 1,35 Millionen sind die bereit zu zahlen für unseren Ex-Kapitän. Und der FSV Zwickau ist unser nächster Gegner. Es ist ein Sachsen-Derby, was wir jetzt hier spielen tatsächlich. Das bedeutet, es hat eine gewisse Wichtigkeit und Lewald und Kammerknecht werden auch von Anfang an beide spielen. Ich werde auch direkt mit der Formation hier reingehen. So, damit ein herzliches Willkommen zum ersten Spiel und vielleicht einzigen Spiel, was wir in dieser Folge selber spielen werden. Wir treffen zu Hause auf den FSV Zwickau, ein Sachsen-Derby und ich muss mich jetzt hier echt gut beweisen, denn in vergangenen Duellen gegen Ostvereine sah es nicht so gut aus. Gegen Halle konnten wir gewinnen, gegen Aue bisher noch gar nicht und ich hoffe, dass unser größter Ostkonkurrent jetzt auch irgendwann RB Leipzig sein wird. Davon gehe ich aus. Zwischendurch noch Hansa Rostock, sowie die Hertha und Union später noch. Wir springen auch direkt rein in die Partie, ins Rudolf-Harbig-Stadion. Gehen wir rein und sehen uns gleich wieder. Ich hoffe, ich kann jetzt gegen Zwickau gut überzeugen. Bis gleich. Vielleicht können wir jetzt mal nach vorne spielen. Das ist die Chance für Zeki Amduni. Der hat viele Tore in der letzten Folge geschossen. Wir sind jetzt hier mal ein bisschen am Strafraum von Zwickau fest. Und da gibt es keine Chance. Es war abseits von Becker. Aber jetzt haben wir vielleicht mal ein bisschen mehr Platz. Das ist Conte im richtigen Moment für Zeki Amduni. Der wird hier noch eingeholt. Oder nein, wird er nicht. Aber er trifft nur den Pfosten. Erste Möglichkeit, erste dicke Möglichkeit, die auch ordentlich gefährlich wurde für Dynamo Dresden. Es geht direkt weiter mit Becker Richtung Mitte, geblockt.
Möglichkeit mit Zwickau abzuziehen und Keeper Müller, der springt nur auf einer Stelle. Zwickau hat sich so lang... Nein! Was ist das für ein provokanter Jubel? Ich fass es nicht. Und das macht die scheiß KI in FIFA im Karrieremodus. Ja, gut rausgespielt. Müller hebt mal wieder die falsche Hand, um den Ball zu parieren. Das sehen wir jetzt hier. Krüger mit dem Abschluss. Ja, der Ball. Aha, okay. Also laufen wir mal wieder einem Rückstand hinterher. Und diesmal wieder zur Pause. Oh, Bauer bringt den Ball sogar mal Richtung Mitte hin. Und ja, war der Versuch da. Boah, schöner Pass. Vertikalpass in die Tiefe. Das ist Bauer für Amdouni und der mit dem Fehlpass. Schade eigentlich. Unsere Verteidigung bleibt nicht dran. Es steht 2:0, Mann. Ich kann es mir nicht erklären. Die Gegner sind aber auch konstant vorm Tor. Die haben nicht viele Chancen. Und jeder Einzelne ist drin. So langsam zweifle ich aber auch an unserer Zentrale, weil die können keinen einzigen Pass an den Mann bringen. Und damit endet das nächste Ostderby wieder mit einer Niederlage. Mit 2:0 für den FSV Zwickau. Jawohl, auf diesen Moment habe ich gewartet. Endlich ist er weg. Tim Knipping. Auf Wiedersehen. So, Scout, jetzt machen wir hier ein bisschen hinne. Ich brauche neue Spieler. Zumindest 1,15 Millionen würde Pisa damit für Patrick Weihrauch bezahlen. So, der SV Elversberg ist unser nächster Gegner. Das spielen wir nicht. Das simulieren wir schnell. Wir gehen rein in die Schnellsimulation, holen hoffentlich einen Sieg und gewinnen mit 3:1. Amdouni mit einem Doppelpack mal wieder. Und Bino Gittens damit ein 3:1 Sieg. Sehr gut, sehr wichtig. Die aktuelle Tabellensituation sagt, dass wir 9. sind. Wir wären mit einem Sieg auch an Zwickau vorbeigezogen. Sind jetzt 7 Punkte hinter dem Relegationsplatz. Waldhof Mannheim nur noch 2. Saarbrücken hat die Führung übernommen. Das bedeutet, es wäre eventuell möglich, dass wir dieses Spiel nicht gewinnen. Schnellsimulation gegen die Hessen. Mal gucken. Und das verlieren wir leider auch mit 2:1. Es wird sehr schwierig, diese Saison aufzusteigen. Habe ich so langsam das Gefühl. Ich meine, es ist nicht unmöglich, aber wir sind jetzt auch schon langsam angezählt bei Dynamo Dresden. Jetzt muss was passieren. Und bis zum nächsten Spiel gab es erneut keine Scouting-Updates, Mann. Damit ein herzliches Willkommen zum letzten Spiel dieser Folge. Wir treffen auf Waldhof Mannheim und müssen uns für eine Hinspielniederlage von 5:1 jetzt erstmal revanchieren. Keine Neuzugänge auf dem Feld. Dafür Kevin Ehlers wieder in der Startelf. Kammerknecht und Lewald haben nicht hundertprozentig funktioniert gehabt. Diesmal Kammerknecht, also nicht in der Startelf. Und die Mannschaft wirkte wie beflügelt. Das ist Batista Meier mit dem 1:0. Wichtig, in der 8. Minute der Pfosten hilft mit. So stelle ich mir das vor, das geht gut los hier. Rückrundenauftakt hat ja schon begonnen. Mohamed Bauer für Oliver Batista Meier mit den neuen Anweisungen auch natürlich hier das erste Mal selbst zu spielen. Und er bringt also Dynamo Dresden in Führung. Das ist Saisontor Nummer 4 für ihn. Becker muss dort dranbleiben. Unsere Verteidigung macht das gut bei der Flanke. Der zieht dort ab. Oder ist gefährlich gewesen. Jamie Bino Gittens mit der nächsten Möglichkeit zieht direkt selber ab. 2:0. Kurz vor der Pause wichtig. Unser Konterersatz, erst gekommen von Borussia Dortmund für ein ganzes Jahr. Wird uns also am Ende der Saison wieder verlassen. Trotzdem macht er hier ein gutes Spiel bisher und sichert uns das 2:0. So Leute, wir wechseln doppelt. Mohamed Bauer und Oliver Batista Meier gehen beide zur Halbzeit runter. Beide erschöpft. Unsere Verteidigung steht ausnahmsweise sehr gut. Und ich hoffe, wir kassieren diesmal gleich nicht ein Gegentor für dafür, dass ich das gerade gesagt habe. Ah, da gibt es die Möglichkeit. Gut gehalten von Müller. Nicht gut geschossen, der Ball. Der Pass in die Spitze für Zeki Amdouni und der ist schnell. Zeki Amdouni ist schnell und macht das 3:0. Diesmal sind wir es, die den Gegner auseinanderschießen. Finally, endlich mal. 3:0 gegen Waldhof Mannheim. Guter Pass von Christian Conte, der nächste Scorerpunkt für unseren Winterneuzugang tatsächlich. Da haben wir ihn fest verpflichtet. Und Zeki Amdouni mit seinem nächsten Saisontor. Starke Übersicht von Bino Gittens. Und wir haben jetzt jemanden in der Mitte, eigentlich, der relativ groß gewachsen ist. Aber da war auch ein Conte. Aber der kommt den Ball nicht. Möglichkeit nochmal für Waldhof Mannheim. Ich sehe den Ball nicht. Und da ist doch noch der Anschlusstreffer. Aber das eine Gegentor können wir verkraften. Ich habe den Ball dort gar nicht gesehen, weil so viele Spieler bei mir im Weg waren. Und das ist es. Wir holen
ein 3:1 Sieg gegen den SV Waldhof Mannheim. Hat die Mannschaft jetzt endlich die Kurve mal wieder bekommen? Wir hatten schon mal eine Siegesserie von 5 Spielen in dieser Saison. Und ich hoffe, wir können es auch so fortsetzen. Das ist schon mal gut, dass wir jetzt Waldhof Mannheim geschlagen haben. Die sind auf Tabellenplatz 2. Jetzt vielleicht nicht mehr. Wir bleiben erstmal auf Tabellenplatz 9 hinter Ingolstadt. Und wir sind leider gleich schon am Deadline-Day und ich habe noch keinen Transfer getätigt. Kann bitte bis zum 31. irgendwas passieren hier mit... Nee, tut nichts. Unser Scout ist ja kompletter Rotz. Das bedeutet, wir holen ihn vielleicht sogar auch nur per Vorvertrag. Das wäre ein bisschen blöd. Reicht hier ein wichtiger Stammspieler? Er will Schlüsselspieler sein, das ist schon mal gut. Das heißt, er hat keine schlechte Gesamtstärke. Und sowas brauchen wir für die kommende Saison. Er kriegt nochmal einen 3-Jahres-Vertrag von uns. Er will nur ein Jahr. Aber das findet er okay. Also wir haben für die nächste Saison, nicht jetzt sofort, einen neuen Innenverteidiger. Nee, kommt er doch jetzt schon? Ja, der kann doch gar nicht jetzt erst kommen. Sein Vertrag läuft doch noch eigentlich. Was macht denn Eden Hazard da bei uns? Das war doch gerade Hazard, oder? Das ist doch Hazard. Das sind beide Hazard-Brüder. Da ist zweimal Eden Hazard zu sehen. Ja, perfekt. Also, ich weiß nicht, was die Hazard-Zwillinge, also Hazards verschollener Zwilling, der nichts mit Fußball zu tun hat, was die bei Dynamo Dresden zu tun haben. Er trägt jetzt ja auch ein wunderschönes Nicht-Dynamo Dresden-Trikot. Och man, FIFA, ey. Einfach zweimal Eden Hazard, der 72, okay. Aber wie gesagt, der kommt erst später zu uns. Wir bauen jetzt trotzdem, ich würde sagen, wir holen uns einen Innenverteidiger. Ich habe ja auch noch so eine andere Idee und das wären alles Leihgeschäfte, die ich angehen würde. Ich weiß gar nicht, ob solche Leute überhaupt eine Leihe zu uns haben wollen. Ibrahima Cissé könnte ich mir vorstellen. Kann ich dort eine Leihe... Ich kann eine Leihe vorschlagen mit Ibrahima Cissé, wenn das klappt. Was für eine Summe wollen die haben? Der hat eine Freigabesumme über 1.050.000. Und ich würde sagen, wir würden den dann für 1,2 Millionen direkt verpflichten. FC Schalke 04. Okay, nehmen sie an. So, und sie haben es akzeptiert. Sie haben 1,9 angenommen für Bassam Al-Rabi. Und den will ich auf jeden Fall haben. Weil der ist 25 Jahre alt, spielt in Südkorea. Und jetzt ist die Frage nach seinem Gehalt. Er will weniger bei uns verdienen, kriegt den Einstiegsbonus, den er haben möchte. Und wir haben unseren nächsten Spieler verpflichtet. Es ist Bassam Al-Rabi. Er kommt von irgendeinem Hyundai Motorsports Verein aus Südkorea. Nach Dresden. Wir verpflichten also Bassam Al-Rabi für 1,9 Millionen. Was kriegen wir dort für eine Bewertung? Sogar ein A. Okay. Und Leute, wir haben auch gleich den nächsten Transfer zu verkünden. Wir werden ihn für 2 Jahre ausleihen mit einer Kaufoption. Ibrahima Cissé. Der Gute, er kommt für 2 Jahre, wie gesagt, auf Leihbasis. Und ich bin mal gespannt. Der hat auch schon eine 61, ist gar nicht mal so schlecht ein Talent. Dem werden wir auf jeden Fall ein bisschen Spielzeit geben. Kommt vom FC Schalke 04. Und ich glaube, wir haben unsere Mannschaft jetzt echt stark verbessert. Hier sehen wir es. Robin Becker geht zu West Bromwich Albion. Also der Verein, von dem wir dann demnächst unseren neuen Innenverteidiger haben werden. Der sich mit den beiden Eden Hazard-Zwillingen getroffen hat. So Leute, der Deadline Day ist durch. Es passiert jetzt nichts mehr. Wir sind nochmal, wie gesagt, 2 Punkte hinter Ingolstadt nur noch. Und natürlich stehen in der nächsten Folge wieder Spiele an. Denn das war's mit dieser heutigen Episode. Wir blicken jetzt noch auf die kommende Folge, welche Spiele dort anstehen. Damit ihr auch fleißig abstimmen könnt. Unten in der Videobeschreibung findet ihr einen Link. Und ganz ehrlich, ich nehme gleich mal 2 Monate mit. Das wird eine sehr lange Folge werden, nächste Folge. Das werden nämlich 2 selbstgespielte Spiele und ein Höhepunktspiel, was wir selber spielen werden. Dementsprechend könnt ihr unten in der Videobeschreibung gerne für 3 Vereine abstimmen und zur Auswahl stehen. VfL Osnabrück, dann danach einfach mal eine schöne englische Woche mit Erzgebirge Aue und Bayreuth. Später geht es dann noch gegen den aktuellen Tabellenführer aus Saarbrücken. 1860, Viktoria Köln, VfB Oldenburg, alle BVBs zweite Mannschaft. Das Spiel gegen Zwickau werde ich nicht mit reinnehmen, denn falls die gewinnen sollten, dann würden wir wieder gegen Zwickau spielen und das möchte ich nicht 2 Folgen hintereinander machen. Deswegen gerne unten abstimmen. Mir ist bewusst, dass wahrscheinlich viele Vereine keine Stimmen haben werden. Schön, dass jetzt auch die ganzen Scouting-Abschlussberichte zu unseren Spielern hier kommen. Die können wir uns dann gerne in der nächsten Saison auch anschauen. Bis dahin wünsche ich euch auf jeden Fall noch einen schönen Tag. Macht's gut, haut rein. Ciao. Das war doch gerade Hazard, oder? Das ist doch Hazard. Das sind beide Hazard-Brüder. Da ist zweimal Eden Hazard zu sehen. Ja, perfekt. Also, ich weiß nicht, was die Hazard-Zwillinge, also Hazards verschollener Zwilling, der nichts